Der drittletzte der Regionalliga Südwest, die TSG Balingen, war diesmal zu Gast in der Johannesau in Fulda bei der SG Barockstadt. Seit 6 Spielen hat die Mannschaft von Martin Braun nicht mehr gewonnen, aber es ist ein unbequemer Gegner, hat unter anderem gepunktet in Steinbach-Haiger, beim 1:05 bei den Stuttgarter Kickers und auch bei der U21 von Eintracht Frankfurt. Aber die Barockstadt machte hier zunächst keine Kompromisse. Die Anfangsphase ging ganz klar an die Fuldaer Mannschaft. Die erste Möglichkeit, die so richtig fetzig wurde, war die 7. Minute. Und da kommt der Ball hier zu Marius Köhl. Der zieht ab aus der Distanz, aber knapp am Tor vorbei. Dann gibt es kurz danach einen Eckball für die Barockstadt. Den bringt Marius Köhl in die Mitte. Köhl war an fast allen gefährlichen Situationen beteiligt und er rückt Innenverteidiger Aaron Frey mit auf und dem fällt die Pille auf den Fuß und was ein geiles Tor. 1:0 für die SG Barockstadt, gespielt in diesem Moment 10 Minuten. Ja, und das war absolut verdient. Nichts, aber auch überhaupt nichts in dieser Phase deutete darauf hin, dass die Balinger gefährlich werden würden, aber so ist das manchmal im Fußball, es kommt auch manchmal anders. Die erste Situation im Spiel nach vorne über Moritz Kuhn, der kommt jetzt hier an den Ball, spielt die Ball in die Mitte und da steht Jonas Meiser und dann geht schwupp und dann steht das Ding 1:1. Der erste Ball aufs Tor war drin, aus dem Nichts und dann steht das Spiel 1:1. Und das war ein Wirkungstreffer für die Barockstadt. Von der überlegenen guten Spielweise der ersten Viertelstunde nichts mehr zu sehen. Jetzt waren die Balinger am Drücker. Nächste Szene, nur 3 Minuten später, wieder Moritz Kuhn und da steht er wieder mit der Nummer 7, Jonas Meiser, am Tor vorbei. Jetzt schwamm die Barockstadt so ein bisschen, so 10 Minuten, 15 Minuten, die Balinger am Drücker, dann wieder eine Ecke, diesmal für die Gäste und die Direktabnahme natürlich von Jonas Meiser und Samuel Zapico klärt hier zur Ecke. Aber die Barockstadt, die fing sich, nachdem sie noch eine Situation überstehen musste. Das war dann so ungefähr die 30. Minute. Ein Konter der Balinger über die linke Seite. Und dann kommt wieder dieser Moritz Kuhn an den Ball. Samuel Zapico rechnet mit einer Flanke und dann gibt's fast einen Torschuss. Und Glück gehabt in dieser Situation. Ja, wie gesagt, jetzt war das 1:1 verdient. Balinger am Drücker. Aber die Barockstadt hatte eine Antwort. Gaudermann mit dem Ball nach vorne. Und dann super gemacht hier, klasse von Gal Kropelnik. Der Ball in die Mitte, Leon Petit hat das 2:1 am Fuß, trifft aber nur den Pfosten. Dicke Möglichkeit für die Hausherren. Kurz angeschlagen, aber Petit konnte danach weitermachen. Wir gehen in die 44. Spielminute, ein Abschlag von Samuel Zapico. Und dann kommt der Ball nach vorne, es gibt einen Freistoß, der wird blitzschnell ausgeführt von Leon Petit und dann Marius Köhl macht das einfach super und herausragend, 2:1 in der 44. Minute, ja psychologisch viel besser hätte der Treffer gar nicht fallen können für die SG Barockstadt. Aber die Frage ist natürlich, was macht die Mannschaft mit diesem knappen 2:1 Vorsprung in der zweiten Halbzeit? Wir werden sehen nach einer ganz kurzen Unterbrechung. Wir machen 20 Sekunden Pause und sind dann wieder zurück mit der zweiten Halbzeit, die spektakulär werden wird. Ja, dieses späte Tor kurz vor der Pause, was macht das mit der Barockstadt? Die Antwort ganz klar, eine völlig andere Körpersprache, 3-4 gute Möglichkeiten direkt nach Wiederanpfiff, so wie die hier von Christian Gaudermann, das Geburtstagskind, er wurde 28, beinahe mit seinem Tor, das wäre das 3:1 gewesen. Aber jetzt war nur noch Fulda am Drücker, von Balingen nichts mehr zu sehen und es kommt die 52. Spielminute. Das ist ein klasse Zuspiel von Gal Kropelnik auf Marius Köhl. Ja, und die letzten Wochen hatte er ein bisschen Pech, aber diesmal bleibt ihm der Ball am Fuß kleben. Und so macht er seinen zweiten Treffer. 52. Minute, ein Tor vorbereitet, 2 Buden gemacht. Marius Köhl, wenn er kurz untergetaucht war, dann ist er spätestens seit heute wieder zurück. Und wenn es einmal läuft, das kennt man ja bei ihm, dann läuft es richtig. Er hat schon einen Dreierpack geschnürt in dieser Saison und das sollte ihm auch diesmal wieder gelingen. Diesmal der Ball von Leon Pomlitz, da kommt auf rechts raus, Marius Köhl geht Richtung Grundlinie, ja und dann vernascht er hier seinen Gegenspieler, zieht ab, durch die Beine, auf der Linie steht noch einer und dann steht es 4:1. Nach einer knappen Stunde ging es hier eigentlich nur noch um die Höhe des Sieges, Balingen war tot,
eigentlich mausetot, dachte man. Bis zur 66. Minute. Dann kommt die Mannschaft wieder nach vorne. Mit der 22 kommt jetzt gleich Amorti Grant an den Ball. Sein Ball auf Moritz Kühn, die Flanke in die Mitte. Und da steht ganz hinten Kaan Akaya. Und es steht nur noch 4:2. 66. Minute, kippt das ganze Ding hier noch? Das fragten sich natürlich die knapp 1000 Zuschauer im Stadion. Die Antwort ist nein, es kippt nicht. Es gibt einen Einwurf, 8 Minuten vor Ende. Der fliegt den Balingern um die Ohren, weil der Ball bei Leon Bomnitz landet. Und der macht das 5:2. Ja, jetzt war auch jeder Schuss so ein bisschen ein Treffer. Es war hier kein Schützenfest, kein Spiel auf ein Tor. Aber jeder Ball oder viele Bälle der Barockstadt saßen einfach. Es gab viele Möglichkeiten, die Abwehr der Balinger nicht Regionalliga tauglich in dieser Verfassung. Das musste man einfach so sagen. Dann war Moritz Dittmann eingewechselt worden. Ja, was macht er hier? Bekommt er die Abschlusschance? Nein, aber er behält die Übersicht. Wohin mit dem Ball? Und von hinten kommt der Kapitän. Es kommt Patrick Scharf und er zieht ab und trifft 6:2. Zum ersten Mal erzielt die SG Barockstadt in der Regionalliga 6 Treffer. Das hat es vorher noch nie gegeben. Ja, und für Patrick Scharf natürlich die Krönung unter eine starke Saison, die er bislang spielt. Und mit diesen 6 Toren und diesem klaren Sieg geht man nun am Mittwoch ins Nachholspiel zur TSG Hoffenheim. Und dann am Samstag erwartet man Schott Mainz.